Hallo und willkommen zum Portal 2 Singleplayer Workshop. Heute sind wir wieder beim Leo unterwegs. Ja, das geht los mit Circumlocution. Do the locomotion. Ja, keine Ahnung, was das wieder für ein Wort ist. Bin ich doch mal gespannt. Circum ist ja immer um irgendetwas herum, aber Locution, wenn ich das überhaupt richtig aussprechen kann. Er ist ja auch Franzose, darf man nicht vergessen. Wer weiß, was der da reinmixt. Wo das wieder herkommt. Oh, ein Würfel ist gefallen. Da! Da! Ich hab dich gespottet! Okay. Was gibt's denn hier alles? Erstmal hier ruf. Kann ja nicht schaden. Mach den Grill auf. Dann wird er irgendwann mal näher gedrückt. Weiß ich nicht. Ah, gezogen vielleicht. So. Das heißt, ich könnte ihn... Warte mal, kann ich da ziehen? Ja. Ich könnte ihn hier reinziehen, dann da ran drücken mit Nullportal zum Beispiel jetzt. Dann könnte ich... Hier könnte ich schon nicht... Hier liegt ja noch einer. Ich wurde mit Würfeln reichlich beschenkt. Da ist ein Laser. Wenn ich jetzt hier aufmache... Hä? Das ist der? Okay, dann... Hä? Warte, der macht den auf. Der vielleicht. Wie kriege ich denn? Kriege ich den Grill hier weg? Ach, den nicht. Ich gehe schon wieder völlig planlos in diese Kammer, ne? Das ist, glaube ich, so ein Rücksetzding. Das ist auch hinter einem Grill. Also da verliere ich sowohl Portale als auch Würfel. Das kann nur ungünstig sein. Also das möchte ich möglichst vermeiden. Da war X. Ja. X und Quadrat, also das ignoriere ich mal erstmal. Das hier ignoriere ich auch. Ich habe noch keinen Bock, mich irgendwie umzubringen. So, dann muss ich es irgendwann geschafft haben. Jetzt kann ich mir ja das mal mit dem... Huch! Mann, hier sind aber auch wirklich überall so eine Ecken. Also ich will es irgendwann mal geschafft haben, entweder den... Na, vielleicht gar nicht den Würfel da reinzubringen, sondern den... Aua! Laser da rauszuholen. Und da oben ist der Ausgang. Jetzt habe ich ihn auch schon entdeckt. Ich bin doch da rausgekommen. Ich habe eigentlich genau auf ihn geguckt, ne? Naja. Da müssen dann auch noch beide Würfel hoch. Eieieiei. Achso, und ich fahre hier hoch. Dann kann ich mich ja vielleicht mit den Würfeln... Nee, vielleicht auch nicht, weil... Na gut, also ich muss hier das irgendwie aufkriegen. Oh, das kriege ich ja nur... Hä? Das kriege ich nur mit dem Laser auf. Das heißt, ich muss hier drin stehen und den Laser... Wie? Das geht doch alles nicht. Ich muss den Laser... Ah! Ah, das ist nicht gut. Okay, wir haben uns die Kammer einmal angeguckt. Jetzt kann es dann auch losgehen. Zweite Runde. Klappe. So. Ich wollte gerade noch sagen, ich könnte den Laser hier rausschießen. Das ist jetzt das Maximum, was mir einfiele. Was ich aus der Situation machen könnte. Wann muss denn sowas sein? Das kann man doch mit mir nicht machen. So, hier geht's nicht durch. Abgesehen davon, ich hätte den Würfel auch hier hochbringen können. Also, den hier rüber zu bringen, ist nicht das Schwerste. Aber ich glaube, es wird mit dem Strahl gearbeitet. So. Jetzt ist die Frage. Das hat überhaupt keinen Sinn, da einen Laser rauszuschießen. Also, wie kriegt man das hin? Okay, das ist jetzt natürlich, damit man da den Würfel nicht rüber bekommt. Diese Unterbrechung, aber bitteschön, wie? Ich komme erst an den Laser ran, wenn ich den Grill weg habe. Aber den Grill kriege ich durch den Laser weg. Dann muss doch der Würfel... Achso, der bleibt... Nee, der liegt da auch nicht. Der liegt da auch nicht. Und was ist überhaupt das? Kann ich mich hier irgendwie hochziehen? Oder irgendwas anderes hochziehen? Achso, ah, warte. Ich ziehe da einen Würfel rein, dann ziehe ich den Würfel darüber. Aber das bringt doch auch nichts. Und was ist das für eine Ecke? Wie kann da jemals jemand irgendwie hochkommen? So, warte mal.
muss ich erst mal verstehen. Also wenn, dann wird es ja der andere Würfel, der da reingezogen wird. Und das schnalle ich nicht. Soll ich selber aussteigen? Das würde bedeuten... Achso, ja doch, das kriegen wir auch noch hin. Das würde wohl... Das ist gar nicht so schwer. Warte mal, jetzt nehme ich den Würfel rüber. Aber dann ist wieder die Frage, die Verbindung hinzubekommen. Also, ich würde jetzt den Ziehstrahl machen. Würde mich da reinziehen und dann darüber ziehen. Dann könnte ich da aussteigen und dahin gehen. Achso, dann ziehe ich mich wieder da rein. Dann habe ich den Laser. Aber den schieße ich dann wo raus? Ich mache es erstmal. Ich kann ja währenddessen noch irgendwie... Oh, ich kann mich nicht... Haha, ich kann mich nicht reinziehen. Ja, toll. Das ist ja Schrott. Weil... Ja, der Würfel hier liegt. Das heißt, ich müsste... Oh, halt. Oder ziehe ich doch den Würfel? Ne, hier kann man nichts durchziehen. Okay, warte. Da muss ich mich da reinziehen. Da muss ich diese beiden Grills offen haben. Aber wie geht denn das nur wieder? Jetzt kriege ich ja den hier nicht raus. Oder? Gibt es hier irgendeine Möglichkeit? Ich könnte... Nee, kann ich auch nicht. Dachte, ich kann da... Nee. Nee. Dieser Grill geht nicht weg. Darf man nicht vergessen. Okay. Das ist ja gar nicht so leicht mit der Fläche da. Ach so. Warte. Na klar, dann machen wir das so. Obwohl, geht auch nicht. Hab jetzt gerade gedacht, dass ich da schon mal eine Verbindung habe. Aber dann komme ich da ja trotzdem nicht hin, um mich reinzuziehen. Hilfe! Das kann doch alles nicht so schwer sein. Oder... Nee, es ist wichtig, dass da einer liegt. Hä? So, es gibt keine Deckenflächen, ne? Gut, hier ist eigentlich egal, wie ich das Portal setze. Mache ich mal so. Aber was hilft's mir? Was hilft's mir, da jetzt eine Verbindung zu haben? Ist das gerade der falsche Ansatz? Aber das muss es eigentlich sein, dass ich mich da rüberziehe. Wobei man es dann ja auch geschafft hätte, da oben anzukommen, ohne den Aufzug, ne? Darf man ja auch nicht vergessen. Ich sehe derzeit noch gar keinen Sinn im Würfelaustausch. Oder ich sehe es auch noch gar nicht, wie ich den hier jemals rausbekomme. Das finde ich krass. Wie kriege ich den aus diesem Bereich jemals raus? Das ist super interessant. Solange der Grill da nicht weggeht, sehe ich das nicht. Hier ist nach oben zu. So, hier ist der ganze Bereich offen, aber hier ist kein Portal. Hier kann man... Ach so. Was müsste er... Oh, warte mal. Jetzt, man könnte auch mal Auto-Respawn testen, ne? Aha, okay. Also er müsste da oben Oh, das könnte ja schon ein bisschen meine Lösung sein. Ja, aber auch nur ein bisschen. Jetzt komme ich ja wieder nicht... Da soll ich garantiert nicht durchschießen und kann ich auch nicht. Okay, ist da oben auch noch Glas. Gut, aber auf jeden Fall hole ich ihn... Hole ich ihn so? Ja, wie hole ich ihn denn so? Das ist ja die nächste Frage. Ich müsste den Strahl haben, hier runtergehen, ihn zerstören, aber dann kann ich ihn da wieder nicht retten. Okay, ergibt alles keinen Sinn. Aber einen Sinn habe ich ja hier eh noch nicht gefunden, also
Ich komme da nicht rein. Wenn ich jetzt ziehe, wird das auch gleich zum Drückstrahl. Das kommt ja noch dazu. Ja, möchte ich mal sagen an der Stelle. Also das... Man kann sich ja noch nicht mal reinziehen. Man kann ihn nicht reinziehen und sagen... Das ist doch ein Würfel, den ich reinziehe. Kann ich auch nicht machen. Ja, doch, kann ich machen. Oder? Also ich mache es jetzt nur, weil ich irgendwie noch keine bessere Idee habe, dass ich da wenigstens mal irgendwas im Strahl habe. Wüsste ich allerdings auch nicht, warum. Also, um sie auszutauschen, ja, vielleicht, aber... Hm. Also ich kann den jetzt von da hier hinziehen. Ach so. Ach, wie umständlich. Jetzt müsste ich erstmal Portal löschen. Dann gehe ich da hoch. Also es dient jetzt nur dem, dass ich den gewichteten Würfel da reinbekomme, aber dadurch kriege ich den anderen noch nicht raus. Ach Gott, ich kann ja noch nicht mal da. Scheiße. Wo kann ich denn überhaupt mal was treffen? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt hängt der da oben. Das ist doch ein Elend. Also dieser Grill hier, der schränkt mich ja arg ein. Richte den schon mal so aus, aber es bringt jetzt noch nicht viel. So, also ziehen, drücken, dann hier noch aufmachen. Warum? 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 Soll ich den... Nee. Den hier reinzuschicken ist auch Blödsinn. Sag mal, was sehe ich denn hier nicht? Oh. Nee, das war jetzt wieder eine andere Idee, dass der... Nee, das ist auch eine falsche Höhe. Also hier passt ja gar nichts. Hier würde ich runterfallen. Ja, das ist ja hart. Also, da fehlt mir ja komplett der Anfang. Okay, da muss jetzt aber mal was gehen hier. Hier brauche ich nicht rein. Das gibt's doch gar nicht. Was hilft einem das? Also ich muss da oben rein. Ich muss da oben rein. Wie schaffen wir das? Warte. Jetzt habe ich eine Überlegung. Also, ich mache hier auf. Jetzt wird es ja interessant. Ich mache hier ein Portal. Ich glaube, jetzt kommt wirklich was Interessantes. Jetzt schicke ich den da rüber, bis er da liegt. Und wenn er da liegt, habe ich den Ziehstrahl. Oh. Liegt noch nicht. Ja, das war natürlich jetzt blöd. Das hat man nur einen Versuch. Aber das ist der Start auf jeden Fall. Dass ich mich da reinziehen kann. Hä? Cool. Ist leider ein bisschen mit der Sichtbarkeit schlecht. Wo kann man es? Kann man es irgendwo besser sehen? Nein. Also ich müsste mich hier hinstellen. Einfach. Der Knopf ist ja nun mal leider nicht ganz am Ende, dass man ihn gegen die Wand drückt. Oh, oh. Jawohl, hat geklappt. Liegt sogar sehr gut. Ich kann mich reinziehen. Puh, das ist doch mal was. So, jetzt weiter überlegen. Jetzt bin ich hier oben. Was mache ich als nächstes? Wie verhaue ich das Ding? Der kommt da hinten. Neu, das bringt mir nichts.
Also ich kann... Das ist doch Schrott, ich kann den nicht... Hätte ich den woanders haben sollen, wo ich ihn wegziehen kann, gibt es ja kaum Möglichkeiten. Oh, ich hätte ihn... Ich hätte ihn da haben müssen, weil ich ja mit dem Grill gearbeitet habe, ja. Ich habe jetzt gerade noch gedacht, ich hätte ihn hier an den Grill legen sollen, dann hätte ich ihn von draußen... Egal. Ich gehe jetzt erstmal rüber und gucke, was ich überhaupt machen kann. Tja, ich kann mich halt, wie gesagt, hier zurückziehen. Was anderes ist es kaum. Also ich komme hier dann raus. Ach, siehst du, und jetzt hätte ich den... Nee, ich kann einfach nichts mit dem Laser machen. Ich kann den Laser noch nicht mal nutzen. Ich habe nur die Verbindung hier rein. Das ist ja ätzend. Obwohl, dann kann ich ja da wieder auf... Ja, mal gucken. Also, jetzt geht's so zurück. Jetzt habe ich mir praktisch den Laser geholt. Und ich würde sagen, ich steige dann jetzt auch hier aus. Mache hier auf. Ja, doch, das ist eine so eine halbe Lösung, weil jetzt kann ich den Laser darauf schicken und ich hatte den schon hier drauf ausgerichtet. Ja. So, hätte ich auch hochfahren können, habe ich jetzt mal noch nicht gemacht. Andererseits, was habe ich gewonnen? Jetzt habe ich die Verbindung und den Grill weggemacht. Ich glaube, es geht weniger um den Grill. Hilft jetzt was, wenn ich hochfahre? Ich habe jetzt nicht mehr den Zieh... Genau, ich habe nicht mehr den Ziehstrahl. Oder nicht da reintreten. Dadurch, dass ich den Würfel weggenommen habe. Das heißt, haha, wenn ich jetzt hier den Drückstrahl habe, dann kriege ich den Würfel darüber, ne? Den Laserwürfel. Beziehungsweise ich könnte ihn auch hier oben abladen. Das Schlimme ist, ich überlege schon, wie ich am Ende beide Würfel hier hochbekomme. Also in dem Moment, mit dem wird es vielleicht am schwierigsten sogar, mit dem nochmal. In dem Moment, wo ich jetzt den Laser da wegmache und den Würfel wegnehme, dünnen sich die Möglichkeiten aus. Oh je. Das nochmal zu nutzen, dieses Hochgefahre. Scheiße. Oh je, Mine. Aber gut, ich meine, es muss sein, ne? Es ist jetzt der Fortschritt, das schreit danach. Ich setze jetzt da das Portal, mach den Drückstrahl, geh runter, zerstör den und den neuen Würfel lasse ich darüber kommen. Und lass den nicht hier oben liegen, weil hier komme ich nicht mehr hin. Wobei, ich habe es ja auch beim ersten Mal geschafft. Wenn er jetzt hier liegen würde und ich käme nochmal hoch, dann hätte ich wieder die Konstellation, dass der andere da liegt. Und ohne einen da drauf, der mich erstmal hier hinzieht, dass ich mich rüberziehe, habe ich keine Chance, hier hochzukommen. Also ich sehe aktuell zwei Möglichkeiten, hier hochzukommen. Einmal mit dem Ziehstrahl, dann hinterlasse ich da ein Item. Und einmal mit dem Laser, dann hinterlasse ich auch irgendwo ein Item. Das ist... Ach so, warte, dann muss der am Ende wieder... dann habe ich... Nee. Oh, warte. Nee, auch nicht. Der liegt jetzt da. Und macht, wer macht wo auf hier? Ach, ich habe schon überlegt, wenn ich mich hier hochgezogen habe, wie ich den irgendwann mal... Vielleicht hätte man da was wegziehen können. Muss noch mal gucken. Der andere Würfel liegt doch jetzt da, oder? Ich habe die Verbindung vergessen. Der hier macht die Mitte auf. Das wäre nicht so wichtig. Aber der macht den auf. Das ist wichtig. Sonst könnte man ja später den Laser... Ach nee, könnte man ja auch nicht. Ach egal. Also ich bringe ihn jetzt erstmal rüber. Das, bevor ich das hier völlig tot denke.
Man könnte auch mit der Plattform, wenn sie runterfährt, was zerstören, aber da müsste man erstmal sinnvoll hochgekommen sein. Das glaube ich eher nicht, dass das passiert. Naja, nee, vielleicht nicht. Also. So, jetzt haben wir den Strahl und jetzt... Tja, so leid mir das tut. Aber jetzt muss ich erstmal so machen. Und dann gucken wir mal, ehrlich gesagt. Ach so. Das kriege ich ja hier auch nicht mehr auf. Okay, jetzt kommt die Sache mit dem da rumlaufen. Das ist ja dann nicht mehr so dramatisch. Aber die Sache ist die, jetzt muss ich da wieder rankommen. Jetzt muss vielleicht der Laserwürfel mal... Oh. Den könnte ich natürlich auch da ablegen. Da könnte ich die einfach austauschen. Ach so, jetzt habe ich ja wieder das Problem. Scheiße. Dass ich da erstmal rankommen muss an die Sache. Nein, also es muss eigentlich wieder genauso laufen, bloß dass der Laserwürfel woanders liegt. Kann das sein? Nee, kann nicht sein. Scheiße. Das ist ja ein ziemliches Problem. Warte, hätte ich irgendwelche Portale halten müssen? Hätte nichts gebracht, weil jetzt habe ich mit dem Ziehstrahl gearbeitet. Oh, jetzt kann ich mich aber da direkt wieder reinziehen. Dann wäre ich hier oben. Könnte auch den... Nee, könnte ich nicht. Den könnte ich nicht hinterherziehen. Shit. Sollte ich den ein Stück weiter dahin legen, dass der nur ein kleines Stück gedrückt wird? Könnte ja auch nochmal funktionieren. Oh, es gibt so viele Möglichkeiten, ne? Dass ich mich dann wieder rumziehe und... Aber was mache ich dann am Ende? Wo schieße ich dann den Laser raus, wenn ich hier wieder ankomme und dieser Grill zu ist? Oder geht's darum... Oh Gott. Geht's darum, den Laserwürfel dann später reinzuziehen und da wieder rauszudrücken? Irgendwie so. Dann müsste ich, und das wäre, denke ich, möglich, aus dem Strahl hierhin aussteigen, wenn ich am Ende wieder hier ankomme. Dann steige ich hier aus. Müsste aber... Ich denke, ich muss die beiden Würfel jetzt austauschen. Müsste dann den Laserwürfel da liegen haben. Ist das kompliziert. Jetzt müsste ich sie sozusagen beide ein kleines Stückchen weiter hier so hinlegen. Dass sie... Ach nee. Oder doch? Dass ich jetzt da erstmal... Nee, ich muss ja von hier drin... ist das blöd. Wie hätte ich denn das gemacht? Kompliziert. Oder vielleicht auch nicht. Warte... Ich krieg ja... Ach Gott, ich muss das von außen machen. Kann das sein? Entschuldigt, dass es ein bisschen dauert, aber das muss man erstmal in seinem Kopf kriegen. Nee. Hä, das kann ich auch viel einfacher. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte... Vor allen Dingen wollte ich sie noch austauschen? Ja, ich wollte sie auch noch austauschen. Ich kann doch jetzt einfach aufmachen und oben reingehen. Das muss man ja gar nicht so kompliziert denken. Und hierüber tausche ich sie aus. Ich weiß nicht, ob das am Ende richtig ist, aber ich tausche sie jetzt mal aus. Ist einfach so. So. Muss ich nicht nochmal hochlatschen. Oder nicht so weit hochlatschen. So, dann mache ich einfach nur, dann gehe ich da rein. Und starte mal wieder meinen Rundlauf. Ach so,
Dann komme ich da wieder an. Ja, genau, dann steige ich da aus. Na, das muss doch jetzt erstmal funktionieren, oder? Jetzt hole ich mir den Strahl. Das ist jetzt nicht das komplizierteste aller Manöver. Nachdem ich es schon einmal hatte. So. Denke ich mal. Weiß ich nicht. Und dann gibt's den Laser. Dann kann ich allerdings... Ach so. Damn it. Ah! Ich hätte den vorher reinziehen sollen zur Quelle. Und zwar von da oben. Kann ich das überhaupt? Wenn ich da oben bin, da runterschießen? Mist. Nochmal neu. Ich muss mir das angucken. Den brauche ich irgendwie. Shit, geht sowas von überhaupt nicht. Okay. Ah, aber es geht zwischendurch. Oh. Das war das, was ich mir vorhin angeguckt hatte. Aber hilft mir das was? Dann komme ich da an und hab ihn wieder. Ja. Hab ihn aber immer noch nicht da drin. Vielleicht, dass ich eine Verbindung in den Raum mache. Naja, also ich ziehe ihn jetzt mal rein. Nein! Ach stimmt, das geht ja wegen dem nicht. Nein! Worst case. Ah! Oh. Shit. So, man darf nicht vergessen, ich kann auch hier rüber gehen von da aus. Ach Gott, ja, das kann ja noch ein Weilchen dauern. Es wird jetzt erstmal komplizierter. Verdammt, verdammt. Also mein Plan war eigentlich nur, dass ich den am Ende wenigstens hier ein bisschen näher dran habe. Ich glaube nicht, dass er komplett in den Raum rein soll. Das könnte ich schaffen. Ach so. Hm. Okay, das ist ja auch nicht so schwer. Ich bringe ihn da rein. Ja, ja. Und dann treffe ich von da. Okay, das ist gar nicht so schwer. Entschuldigung, das hat jetzt auch wieder... Kam jetzt auch nicht sofort. Aber jetzt, Leute. Jetzt kommt es. Pass auf, jetzt küdet. Also, rin hier. Rüber da. Ist schon eine ausgetüftelte Kammer. Sag ich mal. So, da rein. Dann hier aussteigen. Ups. Und jetzt mache ich ohne irgendeinen Strahl die Verbindung da rein. Bring den rein. Und das ist ja jetzt das Einfachste von der Welt, mal hier aufzumachen. Vielleicht so wieder rüber zu gehen. Oh, schwierig, schwierig. So. Könnte ich da wieder hochfahren? Würde den... Oh. Würde den anderen... Mit dem kann ich ja nun nicht viel machen. Shit. Konnte ich von da oben, konnte ich auch nicht darüber schießen. Hm, muss ich mal gucken. Okay, also jetzt haben wir wieder die Geschichte. Dass ich jetzt hier bin. Da komme ich natürlich überhaupt nicht durch. So, jetzt könnte ich den... Oh Gott. Oh, ich sehe schon, das mache ich mir wieder alles kaputt, wenn ich diese Verbindung verliere, aber... Krieg den ja da kaum anders raus. Jetzt würde ich den vielleicht... Ach, kann ich gar nicht, ne? Jetzt kann ich da wieder nicht treffen. Shit. Den kann ich da also nicht kaputt ziehen. Was kann ich jetzt wieder machen? Hm. Wenn ich da runtergehe, ist alles vorbei. Brauche ich diesen Knopf nochmal irgendwann? Muss der Würfel hier rüber am Ende? Das wäre es ja auch noch.
Scheiße, kompliziert gewesen. Da kann ich so aber auch nicht treffen. Ja, und die Frage ist immer noch im Raum, wie krieg ich beide Items hoch? Das ist krass, weil wenn ich einen Würfel oben habe und dann geht es darum, dass ich den Laserwürfel zerstöre, dann hätte ich ja hier nur noch den Drückstrahl. Wo habe ich dann bitte eine Möglichkeit, den, also von hier aus irgendwie ein Portal zu haben und den Laserwürfel zu drücken? Da muss mein anderes Portal da schon existiert haben? Und der Laserwürfel müsste da liegen, aber das, naja, weiß ich nicht. Ist auch sehr schwer. Kann hier auch nichts drauf fallen lassen. Also jetzt habe ich erstmal ganz andere Sorgen. Jetzt habe ich hier irgendwie was erreicht und auch wieder nicht erreicht. Konnte ich von da unten hochfahren, habe die Verbindung in den Raum. Aber wenn ich da runtergehe, mich um den Würfel kümmere, dann geht gar nichts mehr. Jetzt könnte ich wiederum den Laserwürfel wieder da... Achso, ich könnte ihn rumziehen, dann hätte ich ihn hier oben. Nee, ich könnte nicht, das ist eine andere Höhe. Der würde in die Quelle reingehen. Das wäre relativ blöd. Aber alles andere wäre noch viel blöder, ne? Wenn ich jetzt meine Portale verliere. Wenn ich da runtergehe oder irgendwo durchlatsche oder so. Scheiße. Und ich kann gerade tatsächlich überhaupt nicht... den Drückstrahl hinbekommen. Um mich da wenigstens durchzudrücken. Das ist doch alles Mist. Was machen wir denn jetzt an der Stelle? Ich gehe nochmal runter. Ich glaube nicht, dass der Würfel hier bleiben soll. Ich kann ja hier auch nirgendwo... Soll ich da auf eine Fläche zielen, dass der da durchgeht? Ich glaube nicht, dass das geht. Aber man kann ja mal ein bisschen experimentieren, ja, wenn man so machen würde. Und... Vollkatastrophe, ne? Bringt nichts. So, dann habe ich doch... Dann habe ich doch keine Möglichkeit. Dann muss ich doch da raus. Ich meine, woanders gibt es doch nichts zu treffen jetzt für den... Hier ist fast schon wieder so ein Hinweis. Mit diesem Gitter. Ich ahne was. Ich ahne was. Und zwar fürs Ende dann, ja. Dass man hier das Portal hat. Und dass man dann, wenn das hier der, also wenn ich das andere Item hätte, also den Würfel, wäre das ja ein Drückstrahl, dass ich erst noch das mit dem Laser hatte, dann den Drückstrahl draus mache, den Würfel dahin drücke, das Ding fährt runter, macht ihn kaputt und dann hole ich ihn mir hier neu mit eben auch dem Drückstrahl. Das muss es eigentlich sein. Das heißt, ich muss es geschafft haben, jetzt mit... Oh, das ist gar nicht so schlecht. Ich kann das dann ja jederzeit wieder aufmachen. Habe ich es nicht schon? Ich gehe wieder zurück. Also ganz wichtig ist, dass der Würfel hier liegt, weil ich so immer ohne Portale die Möglichkeit habe, diesen Grill wieder aufzumachen und auf den Laser zuzugreifen. Deswegen... Das ist, glaube ich, jetzt gar nicht schwer. Deswegen werde ich jetzt den Würfel holen und habe dann auch den Zielstrahl. Also es war schon so vor meinen Augen eigentlich. Ich habe es nur nicht direkt gesehen. Jetzt können wir hier natürlich ganz einfach den reinholen. Ja, dann kann ich das schon. Oder? Müsste ich es doch schon haben.
clevere Lösung. So. Jetzt natürlich diesen hier gemacht. Erstmal alles rausgeholt. Würfel bereitgelegt. Beziehungsweise Laser nochmal weggemacht. Finde ich schön hier mit so einem Hinweis. Wenn man dann in die Richtung denkt, dann erkennt man das ganz klar als Hinweis. Haha. Voll schön gemacht. Coole Kammer. Sag ich jetzt schon mal, weil ich das Gefühl habe, ich bin gleich draußen. So, also. Quelle. Kaputt machen. Neu holen, ne? Hihihi. Tolle Idee. Ah, jetzt bloß nichts mehr verhauen. So. Tata. Hat einen Moment gedauert. Wieder mal. Und kriegt ein Däumchen von mir. Und dann kommt jetzt No Connections Moonlight. Das sah auf dem Thumb so... Oh, 60er, 70er Jahresstil. Das sah auf dem Thumb so aus... Oh, mit Lichtbrücke. Als wenn man mit dem Mondgel arbeitet. Also mit dem Portalgel. Aber ihm traue ich zu, dass er damit gut umgehen kann. So... Es gibt hier nichts zu sehen, sozusagen. Oh, und wenn ich mich doch zu sehr interessiere und hier was untersuche, dann werde ich... ich glaube, Terminated heißt in dem Fall aber nur gefeuert, oder? Due to the complete lack of anything of note present therein. Pff. Ach so. Weil es sowieso nichts Interessantes zu sehen gibt, sozusagen. So habe ich es jetzt verstanden. Ach, Cave. Gut, dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal mit dem... Erstens das Konversionsgel. Die Pfennigfuchser meinten, wir könnten uns das Mondgestein nicht mal leisten, wenn es 7 Dollar kosten würde, geschweige denn 70 Millionen. Haben es trotzdem gekauft. Haben es gemahlen und zu Gel vermischt. Ja. Alles klar, Cave. Was war das? Hier blitzt es. Okay, wie komme ich denn darüber? Was hat das am Ende zu bedeuten? Ich meine, hier kann ich mir nichts hinmachen, ne? Hier kann ich mir keine Brücke hinmachen, kein Gel, kein nichts. Was hilft mir das dabei? Fehlt mir gerade ein bisschen die Vorstellungskraft. Wenn ich mich da hinziehe mit dem Strahl, bringt auch nichts. Und hier sollte ich auch noch nicht runterfallen. Muss ich mal gucken. Hier ist auf jeden Fall eine Brücke. Aber die ist noch nicht holbar. Hier muss also auch noch dieses Gel hin. Wahrscheinlich kommt es von da fleißig angeflogen. Es macht ja einen tiefen Fall. Und, oh. Das wird noch eine Sprungfeder. Die müsste sich aber noch umdrehen dafür, ne? Hier müsste sich noch alles Mögliche umdrehen. Also da könnte ich irgendwann mal hoch. Hier passiert noch nichts. Ach doch, das ist schon die Sprungfeder. Okay. Die sieht aber unauffällig aus, wenn ich mal ehrlich bin. So habe ich die noch nie gesehen. Das sieht ja noch gar nichts aus. Okay. Aber das ist auch noch keine Fläche. Ja gut, irgendwo muss man ja dann mal anfangen, ne? Also ich wollte da hoch. Achso, mein Blaues ist noch da. Was soll der Raum? Passiert hier noch was? Da könnte man das an die Decke klatschen. Dann hätte man vielleicht mehr Schwung. Erstmal mache ich aber Folgendes. Erstmal mache ich den... Das sieht jetzt schon nach einer Menge Schwung aus, wenn ich ehrlich bin. Oh. Oh ja, das war schon der ganze Schwung. Ich wollte hier so ein Ding hinklatschen, um da eine Fläche zu machen. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Jetzt mal die Deckensache kurz. Das müsste eigentlich... Ja, genau. Das müsste so funktioniert haben. Ah, hihihihi. Okay. Jetzt muss ich mir das mal angucken. So, jetzt bauen wir Schwung auf. Aber hey, ist das kaputt gegangen? Warum? Das ist natürlich ein bisschen ätzend jetzt. Vielleicht war es nicht ganz gerade. Aber ich habe schon eine Idee. Also, ich habe schon eine Idee. Jetzt machen wir das mal ganz gerade. So.
Bitte bleib ganz. Schön. Es hält den Schwung nicht? Ja, ist es denn die Möglichkeit? Ach so, weil hier, weil der Klecks so groß ist, muss ich da schön mittig setzen. Ah, okay. Es ist etwas anspruchsvoll. Aber vielleicht habt ihr schon gesehen, worauf es hinausläuft. Man muss da noch mit der Decke arbeiten. Also jetzt nochmal Boden. Boden ist nur ein kleiner Klecks. Decke ist leider anspruchsvoller. Und zwar die Mitte wäre da, ne? Zu früh. Nein. Kann ich es vielleicht anders machen? Warte. Wenn ich von der Decke... Kann ja gar nicht von der Decke. Doch, na klar, kann auch von der Decke ausgehen. So, warte mal. Ich mach's mal anders. Ich mach mal hier das Orangene. Wobei, das hat jetzt nur... Ah, nee, doch, das ist ganz gut. Dann machen wir... So, das ist jetzt hoffentlich mittig. So, und... Bitte keinen Quatsch machen. Bitte schön so bleiben. Und jetzt hau ich's da wieder raus mit viel Schwung. Yeah! Ach, das ist schön. So, dann machen wir natürlich einmal... huch. Ich wollte es da rauskommen lassen. Boing, klatsch. Einmal diesen. Ja. Was kommt als nächstes? Schwinge ich erstmal wieder zurück. Nee, bringt das überhaupt was? Ja, oh, das war aber knapp. So, jetzt hätte ich die Brücke... Jetzt kann ich die Brücke nehmen, ne? Darum geht's doch eigentlich nur. Ach so. Ah, jetzt kommen auch noch solche Sachen, dass man die Brücke so nimmt. Wahrscheinlich, dass man das Ding oben hat, oder? Das ist unten. Ich wollte es genau umgekehrt haben. Genau. Reicht da mein Sprung? Ja. Aber... Was hilft mir das jetzt? jetzt habe ich eine Brücke. Kann sie nicht mehr drehen? Was habe ich davon? Hä? Oder hätte ich nochmal irgendwo rüber gemusst? Warte, es geht bestimmt darum, dass ich hier ein Kleckschen kriege. Und dann die Brücke umgekehrt schieße. Also es geht jetzt noch gar nicht um die Brücke. Aber irgendwie muss ich ja eine Verbindung hier reinkriegen. Die habe ich ja jetzt aktuell... Also die habe ich auch wirklich wieder auch nicht. Weil hier ist ja alles zu. Also wie habe ich es jetzt geschafft? Die Kleckse hier oder mit der Brücke hier raus? Das ist doch nun mal keine Schräge leider. Also wenn ich da... So, die Brücke hinmache. Warte, muss ich... Nee. Ich kann auch nicht dieses Gel irgendwie jonglieren. Ich muss jetzt aber nicht da... Nee. Ich glaube nicht, dass ich noch diese Ecken treffen muss. Also das geht nur über die Mitte. Ach so. Dass ich... Nee. Ich habe gerade gedacht, dass ich das irgendwie jongliere und dann über diese Fläche, also dass die Farbe da reingeballert wird. Naja, das wird schon sowas sein. Und über die Fläche rausgeballert wird und dann da hinten ankommt. Okay. Wie schafft man das? Vor allen Dingen, wie schafft man es, nachdem man jetzt mit der Brücke hier ist, irgendwie was Sinnvolles zu schießen? Oder kann ich, soll ich mit der Brücke was anderes machen? Warte, konnte man hier irgendwo... Nein. Hier kann man auch nicht oben drüber oder so. Also das habe ich ja noch nicht ganz so geschnallt. Das war die Tür. Okay, wie kriegen wir die Verbindung denn hin? Boah, diese Grafikfehler sind nicht schön. Ich könnte noch die Brücke da raushauen. Upsa. Hey, was ist denn jetzt los? Das bringt aber alles herzlich wenig. So, was mache ich, wenn ich denn... Dann habe ich noch die... Immer noch die Schwungsache. Aber das ist doch... Das ist doch irgendwie was wie... Hä?
Also ich habe voll beschleunigt und habe es da hochgeballert. Und es hat nur die Mitte bedeckt. Es ist nicht, dass man irgendwie über den Rand geht. Habe ich irgendwas noch nicht gesehen? Irgendwas in diesem Raum? Nee, ne? Erwartungsgemäß ist hier nichts. Was man auch schön machen könnte, wenn man gerade keine Ahnung hat, was man tun kann, dann kann man sich hier schön im Loop mal durchballern. Okay, hilft uns nichts, ich weiß. Was hilft uns was? Da dachte ich, hätte ich das so schön gerafft, was hier passiert. Ey, das ist doch der Move. Anders komme ich doch da ohne Portalverlust gar nicht zurück. Ich habe keinen. Warte, ich konnte doch. Nee, ich konnte da nicht durchschießen. Dann hätte ich das ja schon von Anfang an machen können. Ich guck nochmal. Wäre ein bisschen zu einfach, ne, wenn ich da treffen könnte. Nein. Das ist doch was. Hä? Das sehe ich nicht. Das sehe ich gerade gar nicht. Ich habe die Brücke. Und ich konnte... Oh. Oh. Okay, warte mal. Das ist aber auch super kompliziert. Geht sowas? Ach du Scheiße. Ich habe gerade überlegt. Hilfe! Wie ich. Moment. Wie ich diese Farbe jonglieren kann, ja? Also, ich könnte jetzt. Geht sie auch nicht kaputt? Sie geht nicht kaputt. Ich könnte sie so halten. Aber jetzt bin ich nicht da oben. Oh, warte. Jetzt wird's ja noch witziger. Na, schade. Ich dachte, sie wird auch noch zurückgehauen. Okay, warte. Was mache ich jetzt? Ah, jetzt. Das ist ja interessant. Jetzt. Da eine Verbindung herzustellen jetzt. So funktioniert's. Mit dem Original funktioniert's. Aber was ich jetzt machen wollte, war hier hoch und... ja, Moment. Oh, das reicht vielleicht nicht. Huch. Ich wollte jetzt da hoch und dann da raus. Das muss eigentlich klappen. Sprich, orange da... Nee, blau dann dahin. Aber dafür muss man erstmal richtig orientiert sein. Oh ja, hat funktioniert. Okay, jetzt hole ich die Farbe. Ah, das ist ja witzig. Aber es hat ja nicht funktioniert gerade. Vielleicht habe ich sie zu lange. Vielleicht muss sie einmal, wenn sie einmal da ankommt und wieder hochgeschossen wird, hat es funktioniert. Ach, sie muss erstmal den Schwung von der Sprungfeder bekommen. Moment. Ich habe jetzt mal auf das Geräusch geachtet. Och nö. Och nö. Ah, das muss die Lösung sein. Ah.
Gott. Ich speichere mir mal das ab. Das ist jetzt gerade... Ja. Das ist jetzt gerade was, was ich so verfolge. Aber irgendwie will es noch nicht so zuverlässig. Warum denn nicht? Verliert es durch das Hochschwingen so viel? So, also jetzt... Ich meine, ich muss ja zwangsläufig jetzt die Brücke nehmen. Es muss der Trick sein. Das muss der Trick sein. Vielleicht... Ja, vielleicht war ein Portal nicht perfekt. Das ist nicht hoch genug, oder... So, das ist super. Ey, was ist denn das für eine geile Idee? Was ist das denn für eine geile Idee? So... Nein, schon wieder kaputt gegangen. Okay, es hält nicht ewig. Sorry, ich nehme jetzt meinen Checkpoint. Okay, wenn es denn einmal funktioniert hat, sollte man die Beine in die Hand nehmen. Oh, ich hatte zwei. Jawohl, funktioniert. Oh ja! Jawoll! Jawoll! Reicht das für ein Portal? Ja. Uhuhu. Okay, es ist nicht hundertprozentig zuverlässig, aber ich lasse es mal gelten. Weil die Idee ist super. Die Idee ist einfach super. Oh. Andersrum. Oh nein! Achso, ich brauche ja nur da rauskommen. Warte. Rauskommen, drehen. Oh. So. Wir lassen das Zeug erst auf die Menschheit los, wenn es ganz ausgereift ist. Halte dich also in Topform, dann steht eine unserer Limousinen immer für dich bereit. Sehr schöne Kammer. Sehr geile Kammer. Recht kurz jetzt gerade. Aber gut. Die Idee war fantastisch. Kriegt natürlich das Däumchen und jetzt müsste ich so, ich habe es leider an einer Stelle zusammenschneiden müssen, nicht weil ich ahnungslos war, ihr habt es gemerkt, relativ am Anfang, sondern weil da, ja, die Natur gerufen hat, kommt manchmal vor. jetzt müsste ich so bei 50 Minuten sein, Leute, wenn ich mich nicht irre, ich glaube am Anfang war es eine Viertelstunde. Ich fange jetzt nichts Neues mehr an, dann, sie werden ja nicht leichter, ne, dann... Dauert das zu lange? Ich bleibe jetzt mal noch deutlich unter einer Stunde. Darf ja auch mal sein. Vielleicht schalten dann drei Leute mehr ein, weil sie nicht von der Eins vorne erschlagen werden, von der ganzen Stunde, sondern sehen, ach, guck mal, ist ja noch nicht mal eine Stunde. Gucke ich mir schnell mal an. Ja, wir sehen uns demzufolge beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.